Guten Tag, mein Name ist Richard Delaney. Der Vortrag heute zum Thema Berufsbild Übersetzer, ob man das noch braucht in Zeiten von DeepL und Google Translate. Bei Fragen bitte diese im Chat stellen. Im Chat auch bitte die Fragen an alle Diskussionsteilnehmer versenden. Dann kann jeder die Fragen lesen und ich kann dementsprechend darauf eingehen. Heute ist das ein relativ kurzer Überblick über das Berufsbild der Übersetzer. Vieles davon ist analog anwendbar auf Dolmetscher. Und mit einem kleinen Exkurs auch zum Thema Maschinenübersetzung, weil es immer wieder Leute gibt, die sagen, ach, euch Übersetzer braucht man doch gar nicht mehr. Es gibt so gute Maschinenübersetzungen. Im Moment sind die vielleicht noch nicht ganz ausgereift, aber spätestens in 5 bis 10 Jahren, dann braucht man doch keine Übersetzer mehr. Und immer wenn das Thema aufkommt, erkläre ich meiner Frau, dass wir wahrscheinlich doch noch etwas länger als Berufsstand existieren werden. Aber gut, auf die Gründe gehe ich dann später etwas detaillierter ein. Grundsätzlich zum Berufsbild der Übersetzer, mal kurz ein paar Fakten von der Seite des Bundesverbandes der Dolmetscher und Übersetzer. Wir haben insgesamt deutschlandweit etwas über 7.500 Mitglieder, davon knapp 80% Frauen und das deckt mehr als 80 Sprachen ab. Was die Berufsrichtung angeht, ist der Großteil als Übersetzer tätig, etwas über die Hälfte. Circa 10% rein als Dolmetscher und ungefähr ein Drittel als Dolmetscher und Übersetzer. Von der Altersstruktur her bin ich unterdurchschnittlich jung. Der Durchschnitt sind 48 Jahre, bei Frauen 47, bei Männern 52. Aber gut. Was macht ein Übersetzer? Als Übersetzer übertragen wir Texte. Das heißt, die Texte werden übertragen aus einer Sprache in eine andere. Und der Unterschied zwischen dem Übersetzen und dem Dolmetschen ist, dass der Übersetzer die Texte schriftlich überträgt, wohingegen ein Dolmetscher das Ganze mündlich macht. Wie übertrage ich einen Text? Einen Text übertrage ich auf verschiedene Arten und Weisen. Teilweise ist es notwendig, einen Text zu lokalisieren, dass man sich überlegt, was versteht denn das Zielpublikum? Wie sieht das aus? Gibt es Konzepte, die zum Beispiel nicht verstanden werden? Kann ich es irgendwie so formulieren, dass mein Zielpublikum es besser versteht? Teilweise ist eine Erklärung notwendig, wenn es zum Beispiel Konzepte gibt, die im anderen Kulturkreis gar nicht existieren, dann ist es notwendig, mit einer Erklärung zu arbeiten. Teilweise, gerade bei literarischen Texten, geht es sogar in Richtung Umdichtung. Was mache ich mit einem Gedicht, eine Reimform, eine Lyrik? Die kann ich nicht einfach eins zu eins übersetzen und sagen, naja, der Inhalt stimmt, der Informationsgehalt ist vorhanden. Sondern ich muss gucken, dass ich den Text tatsächlich dem Zweck anpasse und versuche, in der Zielsprache etwas zu produzieren, was dem, ja, was eigentlich dem Ausgangstext so entspricht, dass ein gleicher Eindruck erweckt wird in der Zielsprache. Und das ist natürlich etwas, wo gerade Maschinenübersetzungen, doch ihre Schwierigkeiten mithaben. Was für Voraussetzungen gibt es, um Übersetzer zu werden? Streng genommen keine. Es gibt keine formalen Voraussetzungen, denn Übersetzer ist kein geschützter Beruf. Wenn von Ihnen Teilnehmer dabei sind, die gerade ein Studium zum Übersetzer machen und sich denken, warum mache ich das eigentlich? Keine Sorge. Es gibt durchaus auch geschützte Bezeichnungen, wie zum Beispiel den staatlich geprüften Übersetzer, den Diplom-Übersetzer, IHK-geprüfte, ermächtigt, beeidigt etc. Das sind alles Bezeichnungen, die nicht geführt werden dürfen, es sei denn, man hat die Befugnis dazu.
Aber grundsätzlich ist der Übersetzer an sich kein geschützter Beruf. Das heißt, es ist ein Beruf, der für Quereinsteiger sehr interessant ist. Also gerade Quereinsteiger, die selber in einem bestimmten Fachbereich zum Beispiel besondere Kenntnisse haben, die zweisprachig sind und die gut zweisprachig sind. Einfach nur zweisprachig sein reicht nicht. Man muss natürlich in der Lage sein, sich mit der Sprache zu beschäftigen, die Sprache zu verstehen, die Nuancen zu verstehen, auch verschiedene Übersetzungstechniken anwenden können. Aber grundsätzlich ist es für sprachaffine Menschen eine Möglichkeit und die Ausbildungs- oder Weiterbildungsmöglichkeiten, je nachdem, in welchem Stadium man zu diesem Beruf kommt, sind vielfältig. Ich selber bin als Quereinsteiger in den Beruf reingekommen. Ich bin zweisprachig aufgewachsen, hatte in England Jura studiert, dort auch als Jurist gearbeitet, in Deutschland als Jurist gearbeitet und irgendwann gemerkt, dass juristische Übersetzungen etwas wahnsinnig Spannendes sind, was leider oftmals nicht so wirklich gut geleistet wird, und habe dann dort eine Nische gefunden. Allgemeine Anforderungen an Übersetzer sind grundsätzlich eine gute Allgemeinbildung. Es gibt in Sprache ist so unheimlich vielfältig und es gibt so viele Bezüge, derer man sich bewusst sein muss, gerade wenn bildlich gesprochen wird, dass eine gute Allgemeinbildung notwendig ist. Ein sicherer Umgang mit Mutter- und Fremdsprache, das sollte klar sein. Kenntnisse der kulturellen Zusammenhänge anderer Länder. Ich muss verstehen, wieso gewisse Bezüge hergestellt werden, wenn ich einen Quelltext lese, der aus einem anderen Land kommt. Fundierte Fachkenntnisse, also gerade wenn man sich spezialisiert, reicht es nicht, sprachlich gut zu sein, sondern man muss tatsächlich inhaltlich verstehen, was man dort übersetzt. Die Fähigkeit, Fachtexte zweck- und adressatengerecht zu übertragen, Kenntnis und Einsatz aller wesentlichen professionellen Arbeitsmittel, die Fähigkeit, sich fachlich und terminologisch in neue Sachgebiete einzuarbeiten, sowie methodisches Wissen zur Bewältigung typischer beim Übersetzen und Dolmetschen auftretender Probleme. Dass man also nicht verzweifelt und sagt, ich weiß gar nicht, wie ich jetzt hier rangehen soll, sondern dass man sich ein Problem logisch angucken kann, überlegt, wie gehe ich mit diesem Problem um, wo kann ich nachgucken, wie kann ich mir helfen, wie kann ich es lösen. Wie wird man Übersetzer? Wie gesagt, es ist kein geschützter Beruf, insofern kann theoretisch rein formal jeder Mensch, der das möchte, sagen, ich bin Übersetzer und seine Dienstleistungen anbieten. Praktisch ist das vielleicht nicht so ratsam. Man braucht fundierte Kenntnisse in einem oder mehreren Fachgebieten, eine hohe interkulturelle Kompetenz, Kommunikationsfähigkeit und die Bereitschaft und Fähigkeit, auch mit modernen Computertechnologien umzugehen. Das ist meines Erachtens unabdingbar. Und damit kommen wir auch relativ bald schon zum Thema der Computerübersetzungen. Ausbildungswege zum Übersetzer, wie gesagt, sind vielfältig. Man kann es studieren an Universitäten als Bachelor. Es gibt verschiedene postgraduierten Abschlüsse als Master of Arts. Entweder, wenn man vorher ein Bachelorstudium selber gemacht hat, oder wenn man vorher etwas anderes studiert hat und dann einen Master in Translation als Aufbaustudium draufsetzen möchte. Für Quereinsteiger gibt es die Möglichkeit einer staatlichen Prüfung oder einer IHK-Prüfung. Für beides gibt es verschiedene Vorbereitungskurse. Aber das sind dann Prüfungen, die oft einem Studium gleichgestellt sind. Andere Prüfungen gibt es zum Beispiel im Ausland. In England wird ein Diploma in Translation angeboten, wieder für Quereinsteiger oder für Übersetzer mit viel Arbeitserfahrung, aber keiner formalen Qualifikation. Eine Prüfung, die auf dem Niveau einer Masterprüfung in England akzeptiert wird.
Es gibt natürlich eine riesige Bandbreite von Übersetzern. Wenn wir uns angucken, was wir mit unserer Sprache machen, dann decken wir mit der Sprache eigentlich das gesamte Spektrum des menschlichen Lebens ab. Es gibt nichts, was nicht irgendwie von irgendjemandem in einer Sprache beschrieben worden wäre. Und dementsprechend breit gefächert ist auch das Anwendungsfeld von Übersetzern. Natürlich gibt es Fachübersetzer, die sich auf bestimmte Fachgebiete spezialisieren. Es gibt andere Übersetzer, die sagen, ach, ich mache eigentlich alles. In den Fachgebieten, also wenn ich Leuten erzähle, dass ich Übersetzer bin, kommt als erstens meistens die Frage, ach, übersetzt du Bücher? Literaturübersetzer gibt es, aber das ist vielleicht nicht die Masse der Kollegen. Es gibt aber eben die Literaturübersetzer, es gibt die Untertitler, es gibt die Softwarelokalisierer, Urkundenübersetzer, Konferenzübersetzer. Es gibt natürlich in allen möglichen Fachgebieten Spezialisten, ob es jetzt medizinische Übersetzer sind, juristische Übersetzer, Technikübersetzer, noch und nöcher. Das heißt, man kann gucken, was interessiert mich an Spezialisierung? Welcher Fachbereich interessiert mich persönlich? Und dann gucken, dass man sich auf diesen Bereich spezialisiert. Als Arbeitsmittel, und hier kommen wir auch zu den Maschinenübersetzern, als Arbeitsmittel nutzen heute doch die meisten Übersetzer maschinelle Hilfsmittel, computerisierte Hilfsmittel. Das heißt, es gibt computergestützte Übersetzungen. Das, was den meisten Laien eher vertraut ist, sind Maschinenübersetzungen, also Sachen wie Google Translate oder DeepL oder ähnliches. Und den Unterschied möchte ich mal kurz erläutern. Bei einer Maschinenübersetzung haben wir so gut wie keine menschliche Interaktion. Das heißt, man gibt einen Text ein, die Sprache wird entweder eingegeben oder erkannt, dann wird diese Übersetzung computerisiert, maschinell durchgeführt und es kommt eine Übersetzung dabei raus. Und diese Übersetzungen waren vor 10 Jahren noch absolut katastrophal. Das war so frei nach dem Motto, ich gucke mir ein Wort an, wie wird das Wort im Wörterbuch übersetzt und dann, wenn ich die alle aneinanderreihe, dann habe ich den übersetzten Satz. Mittlerweile hat sich unheimlich viel geändert. Also Computerübersetzungen, Maschinenübersetzungen sind deutlich besser geworden, aber das Problem ist, die Qualität ist immer noch stark variabel. Was wir als professionelle Übersetzer häufig verwenden, sind computergestützte Übersetzungen. Da gibt es verschiedene Programme, die im Endeffekt eine riesige Datenbank sind von Übersetzungen, die wir bereits einmal angefertigt haben oder von bereits übersetzten Texten, die man in dieses Programm einpflegt. Das heißt, es werden bestimmte Textabschnitte, Sätze oder Formulierungen wiedererkannt und dann vorgeschlagen. Praktisch ist der Vorteil, dass einem das Ganze den Text schön tabellisiert. Das heißt, man hat auf der einen Seite den Ausgangstext in Segmente runtergebrochen und auf der anderen Seite kann man dann seine Übersetzung einfügen. Beziehungsweise man tippt dann seine Übersetzung ein und teilweise werden eben von dem Programm Vorschläge angezeigt, wo gesagt wird, Mensch, so einen Absatz hattest du schon mal, da waren ein paar Worte anders, die habe ich jetzt rot markiert, aber im Großen und Ganzen ist es sehr ähnlich. Und dann kann man sagen, ach Mensch, stimmt, die paar Begriffe, die anders sind, kann ich ändern und ansonsten kann ich im Großen und Ganzen das übernehmen, was ich schon mal hatte. Es ist aber keine rein maschinelle Übersetzung, sondern es ist eben wirklich eine Datenbank von bereits erstellten Übersetzungen, wo Vorschläge angeboten werden. Und das wird dann eben auch angeboten mit einem Hinweis darauf,
wie groß die Übereinstimmung ist. Dass man sagt, hier, das ist ein hundertprozentiger Match, genau so hast du genau diesen Satz schon mal übersetzt. Oder dass man eben sagt, naja, ein paar Worte sind ähnlich, hier haben wir einen Satz gefunden, der die ähnlichen Worte beinhaltet, aber es sind natürlich auch viele andere Sachen dabei. Es benötigt aber ganz klar die menschliche Interaktion, man guckt sich das an und man sagt, Mensch, gut, ich muss meine alten Sachen nicht erneut übersetzen, aber den Großteil macht man doch noch selber. Maschinenübersetzungen, habe ich gesagt, sind eben ohne diese menschliche Interaktion. Und da gibt es verschiedene Herausforderungen. Das sind die Herausforderungen, die wir generell als Übersetzer haben. Denn als Übersetzer geht es eben nicht einfach nur darum, dass man sagt, naja, hier haben wir ein Wort und das wird jetzt in das Wort in der anderen Sprache übertragen. Weshalb es auch nicht die eine richtige Übersetzung gibt, sondern es gibt verschiedene Herangehensweisen. Man kann einen Satz verschiedentlich übersetzen und verschiedene Übersetzungen können allesamt richtig sein. Was haben wir an Herausforderungen? Sprachen sind nicht immer logisch. Wenn sie das wären, wenn Sprachen immer logisch und immer eindeutig wären, dann wäre es viel einfacher, das Ganze maschinell zu reproduzieren. Oft gibt es keine direkte Entsprechung, weil ein kulturelles System anders ist, weil es systemische Unterschiede gibt. Ich nehme mal ein Beispiel aus dem Juristischen, den Begriff des Mordes im Deutschen. Im Deutschen haben wir sowohl Mord als auch Totschlag. Das sind zwei Verbrechen, die beide eine absichtliche widerrechtliche Tötung beschreiben. Im Fall eines Mordes ist das Ganze mit besonderen Mordmerkmalen, es muss also heimtückisch oder besonders grausam oder zur Verdeckung einer Straftat und so weiter gewesen sein. Bei einem Totschlag ist es immer noch eine absichtliche Tötung, aber ohne diese besonderen Mordmerkmale. Das Konzept findet man im englischen Recht zum Beispiel gar nicht. Dort ist eine widerrechtliche, absichtliche Tötung Mord. Fällt also unter den Begriff Mörder. Die Unterscheidung, die wir im Deutschen zwischen Mord und Totschlag haben, ist im Englischen etwas, was zwar vom Gericht in Betracht gezogen werden kann, wenn überlegt wird, ab wann jemand zum Beispiel eventuell mal freigelassen wird. Gut, Mord hat eine lebenslange Freiheitsstrafe zieht das mit sich. Aber ob man überhaupt darüber nachdenkt, jemanden vorzeitig rauszulassen, das sind dann die mildernden Umstände. Aber es gibt im Englischen eben nur den einen Begriff. Im Deutschen haben wir zwei. Und diese Übertragung ist schwierig, weil man eben sagt, es gibt keine direkte Entsprechung. Ein anderes Problem oder eine andere Herausforderung ist, dass Sprachen sich weiterentwickeln. Nicht nur die Sprachen, Fachgebiete auch. Und man muss auf dem Laufenden bleiben. Das haben wir vor ein paar Jahren erlebt, als auf einmal das, was wir in der Schule gelernt oder was ich zumindest noch in der Schule gelernt habe, über die Planeten nicht mehr stimmte. Dass jetzt auf einmal Pluto kein Planet mehr ist. Das ist jetzt ein populärwissenschaftliches Beispiel. Aber Fachgebiete entwickeln sich weiter. Sprachkenntnis alleine reicht nicht aus. Wir müssen verstehen, was wir übersetzen. Und das ist eigentlich nichts anderes, als wenn man sagt, wenn ich aus dem Spanischen zum Beispiel übersetzen will, muss ich Spanisch können. Das wird niemand hinterfragen. Aber genauso muss ich, wenn ich aus dem Juristischen übersetze, das Juristische verstehen. Das heißt, ich brauche nicht nur die Sprache, sondern die Sprache zusammen mit dem Fachgebiet. Und das ist eben das Problem, was wir, oder die Herausforderung, die wir bei Maschinenübersetzungen haben, dass diese Kenntnis des Fachgebietes eigentlich fehlt. Und auch das Kontextverständnis fehlt. Das ist etwas, was besser geworden ist, weil
Maschinenübersetzung jetzt viel mehr mit ganzen Sätzen arbeiten und sagen, aha, wenn das Wort in diesem Satz verwendet wurde, dann verwenden wir es in der Art und Weise weiter. Aber die Maschine ist nicht in der Lage, es komplett zu verstehen und zu, das Ganze eben dementsprechend auf die Sinnhaftigkeit zu überprüfen. Satzbezüge können verwirrend sein für Maschinen. Fachterminologie. Ja, es gibt Begriffe, die einfach verschiedene Bedeutungen haben, je nachdem, wie sie verwendet werden. Und eben ganz wichtig, das inhaltliche Verständnis, das einer Maschine fehlt, wo man als menschlicher Übersetzer drüber liest und hoffentlich, es gibt leider genügend schlechte Übersetzer, denen das nicht auffällt, aber wo ein menschlicher Übersetzer hoffentlich drüber liest und sagt, Moment, das passt nicht zusammen. Das ist irgendwie unlogisch. Und wenn ich mir einen Text angucke und der beim dritten Mal durchlesen immer noch unlogisch erscheint, dann schreibe ich meinem Kunden eine E-Mail oder einen Begleitschreiben und sage, hier scheint irgendwie ein Logikfehler drin zu sein oder ich habe es nicht verstanden. Können Sie sich das bitte nochmal angucken? Die Maschine liefert einfach eine Übersetzung. Ob die Sinn ergibt oder nicht, ist in dem Sinne der Maschine egal. Insofern haben wir die Gefahr einer Fehlübersetzung. Und das war vor, wie gesagt, 10, 15 Jahren noch relativ unproblematisch, weil man sich das angeguckt hat und dann hat man herzlich gelacht und sich gefreut und gedacht, Mensch, ist das dämlich. Aber es war klar, dass es eine Fehlübersetzung war. So wie meine Mutter mal eine E-Mail erhielt von, ich glaube, Amazon, in der stand, wir bedanken uns für Ihre Reihenfolge. Das war wörtlich übersetzt, Wort für Wort aus dem Englischen. Und meine Mutter verstand das erstmal nicht. Ich habe es mir angeguckt und habe es ins Englische zurückübersetzt und hat, ja, thank you for your order. Aber das Order eben in dem Fall die Bestellung ist und nicht die Reihenfolge, versteht die Maschine nicht. Mittlerweile haben wir eine andere Gefahr. Wie gesagt, die Maschinen sind viel besser geworden. Die produzieren teilweise Texte, wo man sagt, Mensch, liest sich flüssig, beinhaltet eigentlich alles, deckt so ziemlich alles ab. Das ist gar nicht schlecht. Und das ist gefährlich, weil es einem so ein falsches Gefühl der Sicherheit gibt. Das ist die Gefahr der zu guten Fehlübersetzungen. Also gerade bei DeepL, die meines Erachtens mittlerweile eins weiter sind als Google, wo man Texte hat, die man dann vielleicht nur noch kurz überfliegt und sagt, Mensch, ja, das klingt gut. Und dann guckt man eben so stichprobenartig in den Ausgangstext und sagt, Mensch, ja, da stehen lauter Sachen drin, die auch im Ausgangstext stehen. Und dann ist es sehr leicht zu denken, wunderbar, die Übersetzung kann ich nehmen. Aber kleine, subtile Fehlbezüge, wo man dann eben, was weiß ich, das Subjekt verwechselt hat, wo es dann auf einmal in der Übersetzung heißt, dass dem Täter von dem Angeklagten eine Tracht Prügel verpasst wurde, statt dass der Täter dem Angeklagten eine Tracht Prügel verpasst hat, fällt vielleicht beim groben Überfliegen nicht auf, aber ändert die Bedeutung natürlich massiv. Hier haben wir ein paar Beispiele von Maschinenübersetzungen. Chinesisch spreche ich leider nicht, insofern bin ich mir nicht sicher, was dort im Ausgangstext stand. Ich vermute aber, dass das nicht die ursprüngliche Bedeutung war, die hier übersetzt wurde. Ein anderes Beispiel, jetzt gerade vor 2, 3 Tagen, wo in einem, ich glaube, Instagram-Foto die Unterschrift kam, dass der Premierminister der Unterwelt, Mark Rutte, in Athen begrüßt wurde. Na gut, Unterwelt und Niederlande, das ist relativ ähnlich, aber von der Bedeutung her dann doch leicht unterschiedlich. Also hier
vermute ich mal, eine Maschinenübersetzung, die eben da etwas schiefgegangen ist. Jetzt mal ein paar Beispiele, die ich selber kurz eingegeben habe, aus einem Schriftsatz, also ein etwas komplexerer Text aus dem Deutschen. Das ungarische Amtsgericht Miss Gold ersucht mit europäischen Haftbefehlen vom 4. November und vom 31. Dezember 2014 um die Übergabe des 1996 geborenen, Deutschland wohnhaften ungarischen Staatsangehörigen Paul Aranyosi, im Folgenden Beschuldigter, zum Zwecke der Strafverfolgung. Das habe ich einmal durch DeepL gejagt und einmal durch Google Translate. Die Google Translate-Übersetzung ist gar nicht schlecht. Die DeepL-Übersetzung ist nicht unproblematisch, denn es fehlt das Verb, die Klammern sind falsch gesetzt, beziehungsweise es ist eine Klammer zu viel. Prosecution, also die Verfolgung oder Strafverfolgung, ist doppelt. Und insofern ist der Satz zumindest nicht korrekt. Ja, und das ist eben ein Problem. Es sind Sachen eingegeben worden, aber das ersucht scheint es nicht verstanden zu haben. Und insofern fehlt hier das Verb. Das macht die Übersetzung relativ unbrauchbar. Beispiel in die andere Richtung, aus der gleichen Rechtssache, diesmal aus dem Urteil. Article 15 of the Framework Decision, headed Surrender Decision, provides the executing and judicial authority shall decide within the time limits and under the conditions defined in this Framework Decision, whether the person is to be surrendered. Diesmal hat DeepL eine relativ ordentliche Übersetzung abgegeben. Google Translate hingegen etwas schwieriger. Die vollstreckende Justizbehörde entscheidet innerhalb der in diesem Rahmenbeschluss festgelegten Fristen und unter den Bedingungen, ob die Person übergeben wird. Hier ein Bezugsfehler. Dies unter den Bedingungen bezieht sich auf nichts. Wenn man sagen würde, und unter den in diesem Rahmenbeschluss festgelegten Bedingungen oder einfach und Bedingungen in dem Rahmenbeschluss festgelegten Fristen und Bedingungen, dann wäre es besser. Aber das zeigt, dass eben das inhaltliche Verständnis fehlt. Die offizielle Übersetzung war, vollstreckende Justizbehörde entscheidet über die Übergabe der betreffenden Person nach Maßgabe dieses Rahmenbeschlusses und innerhalb der darin vorgesehenen Fristen. Was man auch merkt, ist, das liest sich doch eins schöner und eins eleganter als die Übersetzungen von DeepL oder Google. Und korrekter natürlich. Wie kann man mit Maschinenübersetzungen arbeiten? Ganz oft wird mittlerweile angeboten, dass man einfach eine Maschinenübersetzung korrigieren soll, also quasi ein Korrekturlesen einer Maschinenübersetzung anbieten soll. Ja, kann man machen. Das Problem ist, man bleibt dann eher in diesen Strukturen verhaftet, die von der Maschine vorgegeben werden, und produziert dann ein vielleicht etwas fehlerfreieres, aber trotzdem unelegantes Werk und ist nicht ganz so frei, wie man ist, wenn man etwas wirklich von null an selbst übersetzt. Als Denkanstoß halte ich Maschinenübersetzung tatsächlich für nützlich. Teilweise hat man einen ewig langen Satz oder etwas Komplexes, wo man sagt, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Und dann jagt man es mal durch eine Maschinenübersetzung und ist vielleicht nicht hundertprozentig glücklich, sieht aber, wo die Fehler sind und hat einen Ansatz. Für ein grobes Verständnis auf Facebook oder ähnlichen sozialen Medien reicht es allemal. Man hat eine grobe Idee, was gesagt wird. Bei allgemeinsprachlichen Texten ist es teilweise nicht schlecht, aber es ist eben keine ernsthafte Grundlage für spezialisierte Fachübersetzungen. Spezialisierung halte ich für eine vernünftige Herangehensweise, wenn man Übersetzer werden will. Es ermöglicht einem oft höhere Preise oder höhere Honorare. Man hat tendenziell eher professionelle Kunden. Wenn man sich allgemein aufstellt, deckt man aber natürlich ein breiteres Feld ab. Und gerade bei kleineren Sprachen
ist das oft notwendig, weil gar nicht genug in einer bestimmten Spezialisierung vorhanden ist. Ansonsten Arbeitsverhältnisse gibt es verschiedene Optionen. Man kann angestellt oder freiberuflich arbeiten. Ich glaube, der Großteil unserer Kollegen arbeitet freiberuflich. Es hat Vor- und Nachteile. Man ist natürlich freiberuflich deutlich flexibler. Angestellt ist man natürlich finanziell abgesicherter. Wir sind kein verkammerter Beruf. Das heißt, es gibt keine Pflichtmitgliedschaft in irgendwelchen Berufsverbänden. Aber es gibt Berufsverbände, die eine gewisse qualitative Absicherung bieten, die ein Netzwerk bieten, Lobbyarbeit leisten, Berufsordnungen haben und teilweise auch Hilfestellung für Anfänger, wie ein Mentoring-Programm in Berlin-Brandenburg zum Beispiel, der BDÜ. So, meine Kontaktdaten sind hier, die Webseite des BDÜ, meine E-Mail-Adresse und jetzt habe ich die Zeit um eine Minute überzogen. Zwei bis drei Minuten wurden mir zugestanden. Gibt es noch Fragen? Ich stelle fest, keine. Jetzt stellt sich mir natürlich die Frage, konnte man mich hören? Was sind Probleme? Gute Einstellung, es gibt keine Probleme, es gibt nur Herausforderungen. Okay, also sprach ich am Anfang an Probleme, ja, also Herausforderungen oder Probleme, Schwierigkeiten bei Übersetzung. Und das sind eben meines Erachtens genau die Punkte, dass es eben Kontext Probleme geben kann, dass teilweise unterschiedliche Systeme sind, dass man nicht immer eine hundertprozentige Äquivalenz hat und ähnliches. Und das ist eben auch genau der Punkt, wo meines Erachtens Maschinenübersetzungen einfach noch nicht mithalten können. Will there be a summary available? Yes, there will. I think all the seminars are recorded. Also alle, soweit ich weiß, sind alle Seminare aufgenommen. Das hier wurde aufgenommen, müsste insofern auch später verfügbar sein. Wie fängt man als freiberuflicher Übersetzer an? Ein Ansatz wäre, sich an zum Beispiel den jeweiligen Landesverband des BDÜ zu wenden, Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer, oder einem jeweiligen anderen Berufsverband. Oder auf Facebook gibt es verschiedene Übersetzergruppen, dass man guckt, ob man irgendwie ein Mentoring-Programm mitmachen kann oder jemanden findet, der einem etwas unter die Arme greift. Wäre ein Satz. Ein Ansatz. Es gab leider nichts Neues für mich, danke sehr. Ja gut. Gut verständlich. So, was konkret bietet der Bundesverband den Übersetzern an? Es gibt Verschiedenes. Es werden relativ viele Weiterbildungen angeboten in verschiedenen Themenbereichen. Können wir die Fragen auch an die eingeblendete Adresse stellen? Ja, können wir auch gerne eine E-Mail schreiben, dann versuche ich die zeitnah zu beantworten. So. Genau, Adresse delaney@bdu.de. Was denke ich von den Leuten, die Programme für DeepL machen? Sehr beeindruckend. Also wie gesagt, was die Programme leisten, finde ich faszinierend. Und wenn man sich überlegt, wie schnell die sich weiterentwickeln und wie schnell sie viel besser werden, Respekt. Aber im Moment, denke ich, sind sie noch nicht so weit, dass sie das Menschliche ersetzen können. Braucht man eine Versicherung, falls man für falsche Übersetzungen haften muss? Ja, also Versicherungen schaden nichts. Eine Vermögensschadenshaftpflicht ist zum Beispiel durchaus eine Option. Zur Frage, was der BDÜ-Mitgliedern bietet, unter anderem Informationen darüber, teilweise auch Vorträge zum Thema Versicherungen und Ähnliches.
So, wenn ich langsam abschließen könnte, wäre das super. Ja, also ich glaube, alle Fragen, die im Chatfenster waren, haben wir jetzt durch. Und Frau Hempler, jawohl, mache ich. Und damit komme ich dann zum Ende. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.